Was geht ab, ihr Geilschnitte? Willkommen zurück zu einer Folge Pete's Meat kocht, eurem Lifestyle-Kochformat hier auf YouTube. Heute habe ich zumindest wieder mal keine Ahnung, was gekocht wird. Denn der Jonathan, der wird euch jetzt sagen, was wir machen und wer der heutige Partner ist für die Folge. Bam! Hello Fresh! Wir haben nämlich wieder eine Box zugeschickt bekommen. Dort ist es so, ne, bei Hello Fresh, ihr wisst das ja, ihr kennt das ja mittlerweile, ist, wir machen immer das Format so, dass wir quasi einer von uns das richtige Rezept kocht und die anderen kennen nur die Zutaten, ohne das Rezept zu kennen und müssen damit dann irgendwas Schönes kredenzen und dann gucken wir mal, wie es dann am Ende aussieht und was wir da Kreatives heute machen. Ich koche heute das Rezept nach Plan. Und zwar ist es so, dass wir immer drei, beziehungsweise wir eine Box bekommen, ein Paket, wo man quasi sein Essen selber zusammenstellen kann. Da sind dann alle Lebensmittel oder ein Großteil aller Lebensmittel drin, sowas wie Salz, Pfeffer, Öl, Kräuteressig und Wasser brauchen wir für heute beispielsweise selber. Das hat man dann in der Regel halt selber zu Hause. Aber du musst halt nicht so frische Zutaten wie, keine Ahnung, Rucola oder Brokkoli oder was auch immer halt man da in den Rezepten hat. Das wird halt mitgeliefert. Ja, das ist immer da und wird halt gekühlt mitgeliefert. Die Sachen werden in recycelbaren Behältnissen geliefert. Ja, also bei uns war es halt so, ne, ihr seht das ja hier, das ist Papier. Hello Fresh ist über die Jahre sogar noch cooler geworden. Hier steht sogar noch 50% weniger Plastik in den letzten 2 Jahren wurden bei denen eingesetzt und sowieso im Vergleich zu früher zum Beispiel hat sich die Verpackung mega geändert. Alles recycelbar oder vieles recycelbar geworden und auch so einfach mega. Ich hatte die Chance, mir dann auszusuchen, 3 Rezepte, ja, weil wir halt einfach gesagt haben, okay, wir machen 3 Rezepte. Man kann aber auch 4, glaube ich, machen, man kann 5 machen, man ist da immer relativ entspannt. Du kannst da aus mehr als 30 wöchentlich wechselnden Rezepten raussuchen. Das ist das erste Rezept, was ich mir rausgesucht habe. Das machen wir aber heute nicht. Krustenbraten mit dunkler Pflaumen-Zwiebelsoße. Gerade aktuell für mich ist es ja so, dass ich mich glutenfrei ernähren soll. Da steht dann halt auch dann direkt dran bei dem Bestellen der Rezepte, dass das zum Beispiel glutenfrei ist, dass es vegetarisch ist, dass es schnell zu kochen ist. Du kannst ja halt die Box zusammenstellen, wie du willst. Da freue ich mich auch sehr drauf, auf den kunterbunten mexikanischen Hähnchensalat. Und heute kochen wir tatsächlich etwas Vegetarisches. Das ist das, was ich heute kochen will. Und zwar die den honiggebackenen Camembert mit Pekannüssen auf Linsen-Rucola-Salat mit Apfelscheiben. Das Ding sieht sehr, sehr lecker aus. Da freue ich mich drauf. Das sind die Zutaten, die die Jungs heute haben. Okay, gucken wir mal in die Wundertüte rein. Beziehungsweise ich ertaste einfach mal. Wir haben eine Süßkartoffel. Oh, wir haben Camembert. Lentils. Was ist denn Lentils? Was? Linsen? Also Linsen, Wasser und Salz. Körniger Senf. Wild. Dann haben wir in der Wundertüte Spinat, oder? Ist das Spinat? Rucola, natürlich. Ach so, ja klar, das sieht man ja an den Stielen. Ich dachte wegen dem Blättchen hier. Frühlingszwiebel und Blütenhonig. Ah, die riecht immer so gut. Tada! Apfel. Da muss ich mal. Wenn man das Wort Apfel benutzt, dann wird da jemand sehr aufmerksam. Pro-Tipp von HelloFresh, also habe ich zumindest durch die HelloFresh-Produkte Gerichte kennengelernt. Apfel in einem Salat und am besten noch ein bisschen Marmelade, so Himbeermarmelade oder so, ganz bisschen in das Dressing rein. Pekannusskerne. Oh, Leute, ich weiß schon. Das gehört zusammen. Hello Duca. Scheint mir ein Gewürz zu sein. Zutaten: Speisesalz, Sesam, Speisemeersalz, Kreuzkümmel, Koriander, Lorbeerblätter gemahlen, Pfeffer, Kardamom, Nelken, Muskatblüte gemahlen, Chili, Senf, Zimt. Oh, das klingt aber irgendwie abgefahren. Das ist es gewesen. Und wenn ihr auch Bock habt, jetzt auf HelloFresh, ja, falls ihr das auch mal testen wollt, ja, das ist ganz flexibel. Man kann das auch einmal
testen, man kann es danach abbestellen, man kann das langfristig laufen lassen. Wenn du mal im Urlaub bist, sagst du, okay, ich bin jetzt im Urlaub. Wenn du mal Leute zu Besuch hast, dann kannst du sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen mehr da rein an Personen. Ja, dann werden dann halt dementsprechend mehr gepackt. Wir haben jetzt für zwei Personen hier immer die Box bestellt, weil, na, Frau Eier und ich sind halt da. Wenn ihr noch nicht Kunde seid bei HelloFresh, dann haben wir für euch ein unschlagbares Angebot. Und zwar könnt ihr mit dem Code FLASHPIET, ja, FLASHPIET, könnt ihr bis zu 90 Euro in Österreich und in Deutschland auf die ersten 4 HelloFresh-Boxen sparen. Und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Das hängt damit zusammen mit dem bis zu, ja, dass es halt dementsprechend verschiedene Boxengrößen gibt. Ne? Also ob ich das jetzt mit 2 Personen oder 4, whatever. Ne? Das sind halt unterschiedliche, dementsprechend unterschiedliche Preisnachlässe. Unten in der Videobeschreibung steht auch nochmal der Link. Da könnt ihr euch gerne einmal draufklicken und euch das dann nochmal genau angucken und das Angebot im Zweifel durchlesen und durch den Kopf gehen lassen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Kochen. Was macht man denn daraus? Einfach Streifen? Ich mache da so Pommesstreifen drauf. Mal sehen, wie sich das eignet. Ja, also ihr habt ja, wie gesagt, hier die, ne, so sieht das aus. Und hinten hast du halt wirklich die genaue Beschreibung. Rezeptur mit Bildern, wie das gemacht wird, wie ich das alles insgesamt koche. Das haben sie ganz cool gemacht. Das ist halt auch DIN A4 Größe, das heißt, ich kann die im Zweifel abheften und wenn ich Bock habe, kann ich die heute neu oder selber mal nachkochen. Ne? Ich weiß nicht, was Lentils sind. Gucken wir uns das mal an. Wenn ich dann immer noch nicht weiß, was das ist, dann müssen wir googeln. Heize den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vor. Easy game, das kriege ich hin. Das ist ja schon mal ein einfacher, das war ja mal eine einfache Aufgabe für Jay. Linsen, Alter, was sind denn Linsen? Linsen macht man einen Topf. Wir werden jetzt gemeinsam erfahren, was Lentils sind. Das riecht wie Bohnen. So kleine Dinger, so wie Linsen? Was? Linsenwasser. Was macht man mit Linsenwasser? Kocht man da drin die Süßkartoffel? Ich weiß es nicht. Süßkartoffel schälen und in 1 cm große Würfel schneiden und auf ein mit Backblech belegtes Backpapier belegtes Backblech geben. Okay, das ist easy. Wir haben auf jeden Fall irgendwie so ein Salätchen nebenbei. Da haben wir aber kein Dressing oder so für. Es kann sein, dass das der Duca ist. Vielleicht wird das mit dem Senf gemischt und mit den Lentils. Stimmt. Dazu kommen hier Apfelstückchen rein. Das wird angebraten. Käse, den würde ich auch, glaube ich, anbraten. Und dann kommt da Honig drüber mit Walnuss. Also dann hier so Teamkäse mit Walnuss und Honig. Jetzt ist die Frage, sind die schon genussfertig? Sind weich. Weich und mehlig, wie man Linsen kennt. Also würde ich sagen, müssen nicht nochmal gegart werden. Also wir machen Salat, Süßkartoffel, Camembert-Topping. Auf jeden Fall, ich werde die Linsen kochen. Ich werde den Camembert erst in der Heißluftfritteuse für ein paar Minuten an Heißluftfritteusen. Anschließend dann noch mit den Pekannussnüssen, die ich habe, und ein bisschen Honig kurz anbraten, so dass er von außen hoffentlich so eine Kruste bekommt. Da würde ich dafür Rucola haben, weil mein erster Gedanke, wir haben Salat. So, deswegen ist jetzt die Frage, was macht man damit? Also mache ich den Apfel klein und die, hier die, ne? Die klein, die Süßkartoffel klein und den Lauch klein und brate die dann auch noch, brate die auch noch an. Dann haben wir so eine warme Komponente mit dem Salat. Und aus dem Honig und dem Senf mache ich eine Honig-Senf-Soße dann mit dem Rest. Wie gesagt, ein bisschen Honig snacke ich mir aber für die Pekannussnüsse und für den Camembert. Gucken wir mal, ob das funktionieren wird. Bin gespannt, wie Frau Eieruhr das findet. Die freut sich auch auf jeden Fall auf das Rezept. So, jetzt aber mit der Süßkartoffel. Wie macht man denn nochmal Süßkartoffel? Kann man die einfach kochen? Das ging irgendwie anders. Das sieht auch eigentlich ganz geil aus. So Honig und Camembert ist immer nice. Camembert, Honig ist ein Match. Apfel-Rucola auch für eine Beilage. So, Camembert, Honig und Nüsse. Das ist ein Match made in heaven. Dadurch, dass wir hier Senf haben, ergibt für mich total viel Sinn, dass man eine Honig-Senf-Soße macht. Honig-Senf-Dressing wäre es dann ja wahrscheinlich eher. Emma mag Apfel sehr gerne. Apfel, Banane und Gurke, ne? Apfel, Banane, Gurke und Möhre. Dann bist du für Zeug. Du bist kein Müllhund. Weg da. I don't know what to do. Ist das Linsenzeug fest? Ich weiß nicht mal, was Linsen so richtig, also... Hä?
Hä? Okay, pass auf, ich habe einen Plan. Ja, so halb. Habe ich einen Plan? Ja, die sind jetzt nicht alle immer einen Zentimeter perfekt groß, aber der Großteil, der wird schon passen, ne? Also tue ich das Wasser jetzt weg? Was macht man denn mit Linsen? Linseneintopf. Ein Eintopf? Stampfen wir die Süßkartoffel mit den Linsen zusammen? Ich glaube, das ist ein Gericht, was relativ schnell geht. Das dürfte auf jeden Fall gut sein. Als erstes garen wir die Süßkartoffeln in Stückchen, in Würfeln oder sowas, im Backofen. Danach mischen wir die mit den Linsen und dem Honigsenf und dem Camembert in Stückchen geschnitten. Machen daraus einen Auflauf. Die Pekannusskerne rösten wir in Stückchen. Apfelrucola ist Beilage mit Öl und Essig. Das kommt einfach nur nochmal oben drüber dann. Also auf jeden Fall werden wir erstmal unsere Süßkartoffel kochen. Wir könnten den in den, also die Stücke anbraten. Ich glaube, das mache ich. Das erste, was wir jetzt machen, ist den Camembert anbraten. Wie verhalten die sich, wenn man die stampft? Scheiße. Ich bin ja der Meinung, alles Gemüse, was so eine Grundsüße hat, wie Kartoffel, wie Süßkartoffel oder Karotte oder was es da noch so gibt, erstmal schlecht. Komm mal hier immer, Sitz. Bitteschön. Ja, nicht hier essen. Oh. Und das finde ich bei HelloFresh halt auch so nice. Man kommt dann auch mal in Kontakt mit anderen Dingen. Also nicht nur, wie ich schon erwähnt habe, dass ich jetzt zum Beispiel mit Äpfeln oder mit Marmelade dann häufig auch mal ein Salatdressing mache, weil es halt echt geil ist. Sondern auch, man kommt halt in Kontakt mit anderen Produkten, die man sonst noch nie verwendet hat. So wie jetzt zum Beispiel die Linsen. Das finde ich halt nice. Man bekommt halt eine gute Abwechslung rein und hat aber trotzdem echt leckere Gerichte. So, und die würden wir jetzt einfach mal kurz geil kochen. Oh ja, ist ein bisschen, man merkt das Chili, aber ganz entspannt. Auf eine ganz entspannte Art und Weise, das Chili. Das ist bestimmt auch die professionelle Art und Weise, wie man diese Süßkartoffeln durchschneidet. In der Zeit könnte ich allerdings die weißen und grünen Teile der Frühlingszwiebel getrennt voneinander in dünne Ringe schneiden. Also ich würde sagen, ab hier ist noch weiß. Kann man da nicht theoretisch so eine Zwiebelflöte draus machen? Okay, haben wir doch schon so ein Exemplar. Jetzt muss man da nur Löcher da reinpieksen, oder nicht? Und dann hast du hier unten eins, das musst du mal zuhalten. Das habe ich nie verstanden. Okay, gib keine Zwiebelflöte. Versuchen wir jetzt so eine kleine Kruste zu verpassen von beiden Seiten auf hoher Temperatur. Und von da aus geht er dann in die Heißluftfritteuse. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Wahrscheinlich nicht, so wie ich mir das vorstelle. Und dann machen wir hier so schöne, also machen den halb und dann machen wir so schöne Scheibchen. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Meine Güte, ey, das ist aber auch ein Ding. In der Zeit knüppeln wir schon mal kurz die anderen Sachen hier klein. Und zwar fangen wir mit dem Salat an. Und wie ihr auch seht, übelst frische Produkte. Also hier ist nicht irgendwie der Salat schon voll angegammelt oder die Lauchstange, die ist auch noch richtig, richtig schön knackig. Das hast du beim Einkaufen manchmal dann auch nicht so. Linsen in einem Sieb mit kaltem Wasser abspülen, bis dieses klar hindurchfließt. Apfel halbieren und entkernen, in feine Scheiben schneiden. Und dann mischen wir das mal schön durch, damit überall so ein bisschen von dem Salz, ein bisschen von dem Öl, ein bisschen von dem Pfeffer haftet. Und dann packen wir das über unser Backblech. So, ich schneide hier schon mal so Ringe für die Zwiebel, weil ich nachher das Ganze in die Pfanne haue. Ich mache Süßkartoffel, Bratkartoffel. Nee, das klingt irgendwie auch total dumm. Muss man denn Linsen weich kochen? Gott, hoffentlich machen das die Jungs, ey. Sonst hast du da echt so ein, das ist immer so ein komisches Zeug, in was die schwimmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht in was. Oh, 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 das kann nur schief gehen, oder? Boah. Wieso bist du so hart, du Honig? Also wir werden jetzt die Kartoffeln kurz kochen lassen, die Linsen mit dazu tun, dann werden wir das Ganze aussieben und dann werden wir uns überlegen, ob wir das Ganze stampfen oder ob wir das irgendwie anders anrichten, weil mit den Linsen, ich weiß nicht. Ich habe gerade mir ein bisschen Honig aufzubewahren, um die Pekannüsse zu karamellisieren, wenn ich sie brate. Ah doch, der kriegt auf jeden Fall hier so ein leichtes Rösting, hat er? Camembert zubereiten auf einem zweiten mit Backblech belegten Backpapier. Ich sag mal Backblech. Oh, komm schon. Das und das wird nachher unsere Soße.
Schon ein bisschen wenig Soße, ne? Eigentlich hätte ich Bock. Ich glaube, Frau Eier kriegt nur einen halben. Also die Nüsse, die Pekannusskerne, ich glaube, die sind auch so einfach im Salat doch geil. Die noch mal ein bisschen kleiner schnippeln. Hälfte des Honigs auf den Camembert geben. Es macht nichts, wenn der Honig etwas fester geworden ist. Beim Backen zerläuft er noch weiter. Warte mal, dann mache ich das hier kurz rüber. So, ja, der ist nämlich gut fest, das stimmt. So, der Camembert könnte man natürlich auch im Ganzen backen, aber ich entscheide mich dagegen. Würde ich sagen, einmal das hier drauf. Und? Jawohl, reicht mir so. Kommt ihr hier rein? 1, 2, 5 Minuten. Wir müssen noch ein Salatdressing machen. Das machen wir, weil hier ist ja nichts sonst weiter dabei, machen wir dann ganz klassisch aus Öl und Essig. Achtel sind schon große Stücke, aber ich bleib mir jetzt mal, meinem Plan treu. Dann, hier noch einen Schritt zurück, wechseln wir. Hier fliegen wir Wechsel gerade wirklich. Die Apfelspalten daneben anrichten und zusammen ca. 5 bis 8 Minuten Ofen garen. Und zu der Linsenkäse, Honig, Gewürze und was hatten wir noch? Senfmasse kommen gleich die vorgebackenen Kartoffeln dazu. Das kommt alles dann in eine Auflaufform und dann werde ich das backen. Jetzt schmecken die Linsen. Ich gehe mal alle Wette ein, dass das nicht so geplant war von HelloFresh, dass man dieses Gericht macht. Aber die tollen Zutaten von HelloFresh erlauben natürlich auch, dass man sich was Eigenes ausdenkt. Vielleicht können wir den Honig einfach über dem Topf ein bisschen verflüssigen. Ich überlege gerade, ich habe eigentlich noch einen Apfel mehr, den muss ich mal wegmachen. Den mache ich mal einfach weg. Schneide ich auch noch mit rein. Nee, mache ich nicht. Na? Schneide ich denn feine Apfelspalten? Ich halbiere. So? Von oben? Boah, das ist der Pfeifheld von mir. Das ist auf jeden Fall jetzt deutlich, deutlich flüssiger schon. So, und daraus mache ich mit dem Senf zusammen eine Soße. Die packe ich jetzt gleich in eine Schüssel, rühre die so ein. Dann kommen da kurz einmal die Pekannussnüsse rein. Wobei, sollte ich das überhaupt tun? Ich glaube, ich mache die ganz klein für den Crunch. Manche sind irgendwie dünner und manche sind dicker. Naja, wie bei Menschen. Ich gehöre zu den dickeren Apfelspalten. Die Kartoffeln würde ich, glaube ich, schon mal machen. Dazu haben wir die klein geschnibbelt. Eigentlich ist die Menge gar nicht so wenig, wie ich dachte. Dann würde ich die schon mal in den Ofen hauen. Mal gucken, wie lange. Ja, komm, also ich habe gerade das Gefühl, ich habe dünne Apfelspalten geschnitten. Oder mein Backblech ist zu klein. Wir hatten mal so ein Apfel-Kleinmach-Ding, wo du einfach nur so ratsch machen musst. Aber ehrlicherweise dauert das jetzt länger, den zu suchen, als das einfach mit dem Messer zu machen. Deswegen drauf geschissen. Aktuell befinden wir uns in dem HelloFresh Flash Sale. Alter, was ein Zungenbrecher. Da könnt ihr nämlich bis zum 28.11. bis zu 100 Euro in Deutschland und Österreich auf die ersten 4 Boxen sparen. Obendrauf gibt es noch die erste Box gratis zugesendet. Das geht nur für Neukunden. Ja, wichtig, wenn ihr schon mal der Kunde wart, dann geht das leider nicht. Ab dem 28.11. könnt ihr das trotzdem noch nutzen. Dann geht es aber nur bis zu 90 Euro auf die ersten 4 Boxen. Und da steht jetzt nichts von dem Versand, der umsonst ist. Also bis zum 28.11. merkt euch das. In der Schweiz wären das bis zu 140 Euro auf deine ersten 4 Boxen. Mit dem Code FLASHPETE. Unten in der Videobeschreibung steht auch noch der Link www.hellofresh.de/flashpete. Da könnt ihr euch dann quasi diesen Rabatt holen. Vielleicht sagen euch auch nicht alle Rezepte zu von den mehr als 30. Dann nehmt ihr halt einfach nur 3 oder 4 statt 5. Kriegt das jetzt vernünftig verrührt? Keine Ahnung. Warum muss ich das erst noch ein bisschen warm machen? Schniep, schniep, piek, piek. Ich habe jetzt das Gefühl, das ist der falsche Honig für auf dem Salat drauf. Oder im Salat drin. Ich würde das jetzt einfach hier versuchen, so gut es geht, mit dem Salat zu vermengen. Ich dachte, das wäre halt so richtig flüssiger Honig. Nee, das funktioniert. Geil, guck mal. Das funktioniert. In den letzten 3 Minuten müssen wir dann die Pekannüsse nochmal dazugeben. Das muss ich mir merken. Das heißt, 5 Minuten danach merke ich mir hoffentlich. Boah, guck dich an, wie die Camemberts aussehen. Dann müssen wir in einer großen Pfanne die weißen Frühlingszwiebelringen anschwitzen, Linsen hinzugeben, nochmal falten, salzen, würzen. In der Zeit kann ich in einer Salatschüssel, dann mache ich auch mal das. Also müssen wir in einer großen Salatschüssel, ist das schon gewaschen, vor dem Verzehr waschen.
Einfach, damit ich von unten anfangen kann. Weil dann nehme ich mir nämlich jetzt als allererstes den Rucola und lege damit unten den Teller aus. Dann würde da jetzt sogar kommen die Hälfte der Linsen. Blong, 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 blong. Hab das hier einfach. Okay, das war schon mal nichts. Ich habe Apfel an meinem Finger gefunden. Das ist in meinem Mund. Na. Boah, das wäre auch was für Emma. Die wird, glaube ich, da richtig abgehen für. Aber da kommt immer viel Wasser raus. Also so eine Salatschleuder lohnt sich schon. Junge, mach mich nicht fertig. Ganz schön viel. So, und jetzt probieren wir mal einmal unseren kleinen Salat. Mega. Und jetzt nehmen wir die Linsen und legen die hier so unter. Fühlt ein bisschen Lauch, ein bisschen viel Lauchzwiebeln, aber vielleicht auch nicht. Nein. Oh, das riecht sehr nach den Nelken. Ja, wo ich das reinmache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, wir machen einfach so eine Suppe aus Honig, Senf und dem Gewürz und machen das einmal über das ganze Zeug drüber. Erst das Dressing. In einer großen Schüssel Honig und körnigen Senf. So, komm. Waschkartoffeln wäre auch geil. Mit Zwiebeln? Warum nicht? Und dann kommen danach einfach die Camemberts drüber. Gehen wir mal kurz hier hin. Das sieht alles ganz gut aus. Aber wie schmeckt das? Ist das schon einigermaßen? Frühlingszwiebeln werden wir nachher einfach so drüber machen. Gibt nochmal ein schönes, frisches und knackiges Gefühl, nicht? Ach scheiße, was mache ich denn hiermit? Anbraten. Als anbraten. Honigkörnigen Senf, 2 Esslöffel. Ja, das sind aber Jaysche 2 Esslöffel, ne? Ich mag das. 1, 2. So, schneiden wir den Camembert schon mal schön in so Streifen, die man nachher schön drauflegen kann, dass er so ein bisschen anschmelzen kann, wenn er nachher als Topping, als Finish oben drauf kommt. So sieht das aktuell aus. Es ist weich, aber nicht knusprig. Aber zumindest gegart ist es. Also packe ich das einfach hier mit in meine Masse rein. Sehr geehrte Damen und Herren, das wird jetzt der entscheidende Moment. So und so. Okay. Oh. Der sieht gut aus. Boah, der sieht gut aus. Leck mich am Arsch. Der sieht gut aus, oder? Ein Teelöffel Essig. Teelöffel, Schmählöffel, sei immer. Kann man aus Süßkartoffeln Bratkartoffeln machen? Das ist hier die große Frage. Oder zerfallen die gleich einfach komplett? Hier würde ich den Honig reinmachen. Der ist ja noch ultra hart. Und den Senf mit einrühren. Honig-Senf ist ja jetzt auch nichts Verkehrtes. Dafür, dass wir jetzt so viel heiße Ware haben, würde ich die nicht noch heiß machen, sondern klein machen als eine Art Crunch, die da mit drin sind. Die kann man dann so bröseln, dann oben drüber. Und jetzt brauchen wir eine Auflaufform. Käse, Süßkartoffel, Linsenauflauf. In einer großen Schüssel verrühren, Linsen und Rucola unter das Dressing heben. Alles raus, sonst ist halt beim Saubermachen wieder so ein Gefrickel. Ich weiß nicht, ob das was wird, Schatz. Okay, das sieht nicht so schmackhaft aus. Ach Leute, das sieht einfach aus wie Erbsen und Möhren. Ohne Scheiß, das sieht aus wie Erbsen und Möhren. Also Rucola riecht auch schon ganz geil, hat ja eh so eine nussige Note, von daher passt eigentlich Rucola mit Walnüssen immer ganz gut zusammen. Wir haben jetzt die Pfanne schon mal fast auf Temperatur. Dann kommen die Zwiebeln hier rein. Dann braten wir die Kartoffeln noch einmal kurz an. Die Linsen anscheinend jetzt auch. Ich habe mich dazu entschlossen. Wir werden die Zwiebeln anbraten und hier kommen diese Linsen mit rein. Da kommt jetzt der Senf rein und auch das Gewürz gleich. Der Camembert, der wird angebraten und die Äpfel auch. Dann kommt alles zusammen am Teller. Ach komm, was soll der Geiz? Wir machen jetzt hier direkt die Kartoffeln auch mit da rein. Und wenn das nichts wird, dann stampfen wir das einfach. Wir haben jetzt hier das Backblech, das wird jetzt sofort piepen und dann packe ich das jetzt nochmal für 5 Minuten rein, dann kommen da die Pekannüsse zu, die rösten wir dann noch 3 Minuten weiter und das kommt jetzt einfach alles hier ballaballa in den Ofen. Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Wieso hab ich einen Ohrwurm? Wieso hab ich einen Ohrwurm? Der Ohrwurm sagt immer so sehr, aber gleichzeitig ist er auch so cool. Die Linsen liegen jetzt unter den Kartoffeln. Wie machen wir das denn? Die Kartoffeln sollen noch anbraten, nicht die Linsen. Und wenn ich versuche, die Kartoffeln nach unten zu schubbeln, gehen die halt kaputt, weil die so weich sind. So, dann geben wir das erstmal rein. Die soll man jetzt für 3 Minuten schon mal anschwitzen. Ich habe Camembert ein paar Mal probiert in meinem Leben, weil ich immer mal wieder auf dem Trip war. Jetzt schmeckt das. Aber irgendwie hat der Trip dann immer geendet. Achso, zum Salat kommen natürlich noch die Nüsse, an denen wir hier gerade, an denen wir arbeiten. Und da werden wir jetzt noch mal ganz kurz den letzten Honig noch reinballern. Aber der darf nicht an der Pfanne zu sehr kleben bleiben.
Schwitzi, schwitzi. Geh mal davon aus, man muss den jetzt nicht schälen, oder? Mein Mundwasser läuft noch, weil es riecht trotzdem noch super gut. Das sieht mittlerweile auch gut saftig aus. Machen wir den Taste-Test. Oder kommt das Gewürz hier rein? Das kann natürlich sein, damit das hier... Ich glaube, das Gewürz kommt hier rein. Ich glaube, wir machen eine Honig-Senf-Soße für den Käse. Oha! Also Leute, ne? Geröstete, karamellisierte Nüsse sind halt auch einfach... Ist schon Top-Tier. Scheiße, wo brate ich denn die Äpfel drin? Ah, die kommen mit zu der Camembert. Lecker. Naja, man braucht halt immer eine Zweitfrau. Es ist früher schon so gewesen und also ich verstehe auch langsam warum. So, und dann kommt das jetzt gleich da drüber, daran vorbei. Dann kommt der Crunch obendrauf, dann die Honig-Senf-Soße und dann sind wir schon fertig. Also gut aussehen tut es. Aber wir müssen noch ganz kurz warten, bis die Süßkartoffel fertig ist. Knallen wir mal das Gewürz da drüber. Das ist aber echt entspannt, dieses Rezept zu machen. Das finde ich auch geil. So, das ist nicht irgendwie tausend Sachen, die man parallel machen muss. Das kann ich ganz entspannt alles machen. Königer Senf, habe ich noch nie gegessen. Ja, schon stark. Ich würde sagen, ich habe die Pekannüsse wohl dann auch reingepackt. Okay, die Pommes waren jetzt 20 Minuten drin. Die sind jetzt noch ein bisschen matschelig. Die müssen halt auf jeden Fall auskühlen. Sind aber durch. Das heißt, davon sollen wir jetzt das ganze Zeug da reinschmeißen. Das ist ein Smiley. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Habe ich richtig Bock drauf. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das anzurichten. So, soll für zwei Portionen sein. Deswegen wäre die logische Konsequenz, dass das die Hälfte sein muss. Also es sieht interessant aus. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man das noch schön anrichten kann. Wir nehmen einen Teller. Was ist denn mit den Camemberts passiert, Alter? Die sind ja voll aufgedunsen. Packen den Camembert da drauf. Also grundsätzlich riecht das auch ganz geil. Aua, 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 aua. Optisch? Eher so eine 4 von 10. So, also nehmen wir jetzt hier eine schöne Ladung. Oh, das sieht jetzt aber wirklich besser aus. Das hat jetzt ein bisschen was von so einer Fischgrätenoptik. Den Linsensalat auf den Teller verteilen. Ja. Süßkartoffeln zerfallen komplett. Das ist nicht der perfekte Garpunkt. Ja. Die Süßkartoffel auf die Linsen geben. Auf die Linsen, fertig, los. Hier noch das Ende dran und noch zwei Stück auf den Salat. So, und? Dann das Süßchen. Süßchen schmeckt geil. Nochmal die Apfelspalten schön durch den Honig ziehen. Oh, ist das heiß. Frühlingszwiebel klein geschnitten. Den gerösteten Pekannüsse. Und dann machen wir noch natürlich hier das wunderbare Topping drauf. Ich muss sagen, schlecht aussehen tut halt nicht. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der Anrichte-Profi. Ich hoffe, das sieht trotzdem, es kommt trotzdem für euch rüber, wie, dass das echt cool ist. Das ist doch gar nicht, also optisch doch sehr gelungen geworden. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob es mir und meiner Partnerin schmeckt. Hallo. Probier erstmal den Linsensalat. Ich habe noch nie Pekannuss gegessen, glaube ich. So, Rebecca. Angerichtet ist es. Dankeschön, dass du heute auch so experimentierfreudig bist. Da haben wir das, was ich gemacht habe. Ziegenkäse mit so einer Honig-Senf-Soße, gebratenen Äpfeln. Das sind Pekannüsse, das sind gar keine Walnüsse. Das ist zusammen gebraten mit dem Gewürz. Und den Dressing habe ich unten so ein bisschen drunter getan und ein bisschen auf den Käse. Ja. Ist das nicht Camembert? Meine ich ja. Was habe ich gesagt? Ziegenkäse. Das ist natürlich Camembert. Oh, Sebastian, das sieht aber sehr, sehr lecker aus. Also optisch ist es auch noch echt cool. Das sieht aus wie Fischgräten. So, wir haben hier Camembert und Linsen und alles. Richtig geil mit dem Dressing. Jetzt bin ich gespannt. Aber mal gucken, ob es geschmacklich auch überzeugen kann. Ich fange erstmal hiermit an. Okay. Und alles kommt jetzt gemeinsam mit einem Haps in meinen Mund. Die Kräuter in der Soße ist eigentlich geil. Der jetzt aufplatzt, platzert auf. Bisschen Angst. Okay, es platzt nicht auf. Aber der zerläuft. Dann den Camembert. Der ist nicht schlecht geworden. Der Apfel war jetzt etwas durchdringend. Ich bin aber nicht abgeneigt. Wir essen mal auf. So, und jetzt kommt einmal mit alles. Einmal mit alles. Einmal mit alles. Ich bin positiv überrascht. Ich habe alles aufgegessen. Also Hanni und ich haben geteilt. Jeder hat die Hälfte gegessen. Komplett. Und es war echt gar nicht so wenig. Weil es echt doch lecker war. Also diese Mischung macht's.
Möchte ich nicht. Ich würde das fast wieder zu Hause machen, eigentlich, als fast Lazy Food. Ich habe da einfach mal dieses Gewürz reingeballert und ein bisschen mit den Zwiebeln gebraten. Ja. Mm. Mm. Also, liebe Camembert, egal wie der gemacht ist, der Brot gar nicht paniert, fällt mir gerade so auf. Der Käse ist leicht angeschmolzen, das hat schon mal funktioniert. Die hier weiß ich, die sind irgendwie nicht so kross geworden, wie ich das wollte, aber die sind trotzdem lecker. Wir haben gerade so eine Pekannuss gehabt. Auch lecker. Jetzt kommt mein Endgegner. Der Camembert. Die Soße habe ich schon abgeschmeckt, die war lecker. Mit Rucola und so. Als erstes kam bei mir Honig-Senf. Super lecker. Auch die Käsekonsistenz ist super. Der erste Käsegeschmack ist super. Aber dann kommt halt bei Camembert immer dieser Nachgeschmack, den man so ein bisschen im Rachen hat. So dieses, das finde ich immer muffig. Also ist nicht unessbar, aber ich bin halt einfach kein Freund von Camembert. Er kriegt von mir. Ich würde jetzt aber einmal alles zusammen essen. Rein damit. Nein, 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 nein. Okay, das ist lecker. Mmh. Das ist ein Faden. Hm? Das ist ein Faden. Oh, hier? Ja. Ah. Also bei dem Salat wird mir ja ganz anders. Also ich muss sagen, Rebecca, bei dem Salat, da bin ich ganz bei dir. Ich muss sagen, es war besser, als ich dachte. Denn ich hatte wirklich ein bisschen Vorbehalte gegen den Camembert. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel würdest du ihm geben? Eine solide 7 eigentlich. Ich gebe 8 von 10 Punkten. Ja doch, 8 von 10 Punkten, das war echt lecker. Also war wirklich gut. Was sagst du, Dennis? Ich gebe sogar eine 7,5. 7,5 von 10. Ich würde dem Ganzen dem 6 von 10 geben. Dem auf jeden Fall 8,5 von 10. Dann kommen wir insgesamt auf eine richtig gut gelaunte 9 von 10. Weil das ist wirklich ein richtig nicer Salat, entspannt zu machen. Das war lecker. Also eigentlich 7,5 von 10, aber das Main-Ding ist ja das. Und das, würde ich sagen, habe ich nicht so gut gelöst. Deshalb gebe ich meinem Gericht eher eine 6,5 von 10. Und deswegen bin ich eigentlich gewillt, so bei einer 6,5 zu bleiben. Obwohl ich den Camembert immer noch nicht so richtig freund mit bin. Vielen, vielen Dank, HelloFresh, dass wir wieder kochen durften mit eurer Hilfe. Wenn ihr übrigens auch Bock auf HelloFresh habt, nutzt auf jeden Fall den Code FLASHPETE. Ja? Damit gibt es auf die ersten 4 Boxen dann Rabatt bis zu 90 Euro in Deutschland und Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz. Wenn es euch gefallen hat, guckt auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung für HelloFresh nach. Da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Vielen, vielen Dank an die, dass die uns auch diese Woche wieder gepartnert haben. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder beim React. Das war PeaceBeat kocht für heute. Und jetzt ran an den Camembert und den nicht vergessen. Wenn man genug auf einem Camembert rumdrückt, dann kommt da so was Weißes raus. Oh ja.